Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon. Und zwar diesmal mit der Smaragd-Edition. Ja, wie Leon ja zu mir schon angekündigt haben, geht es jetzt wieder weiter mit Pokémon. Allerdings, diesmal mit der Smaragd-Edition, da ja die rote leider einen Crash hatte. Aber das ist nicht schlimm. Interne Batterie ist verbraucht. Spiel kann fortgesetzt werden. Aber zeitbar werden die Spielgrenze nicht mehr initiiert. Aha. So, Option. Texttempo 3, Animation 1. Kampfstil. Ja, Wechsel. Das lassen wir mal so. Ja. Lab. Lösen. Der Text ist trotzdem. Oh nein. Ja, ich weiß es doch! Mach es weg! Nein! Blöd. Ja, das ist ja schon mal ein schöner Fail am Anfang. So, jetzt langsam. So, neues Spiel. Ab geht's hier! Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Dies ist ein sogenanntes Pokémon. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Ach so. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegeneinander von uns aus. Doch obwohl wir dem Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse um die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Bist du ein Junge? Oder bist du ein Mädchen? Ich bin mir nicht so sicher. Muss mal eben kurz nachgucken. Alles klar, ich bin ein Junge. Okay. Fein. Und wie heißt du? Wir heißen... Langust? Nee, wir heißen... Leffard. Keine Ahnung, wer das ist. Wir heißen einfach so. Ah, du bist also Leffard. Ja. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du heißt Leffard und bist gerade nach Wurzelheim, meinem Heimatort, gezogen. Ja, genau. Wurzelheim. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft wahr werden. Komm später in mein Pokémon-Labor. Ich erwarte dich dort. Okay. Sie sind jetzt nicht gerade hinten im LKW drin, oder? Auf der Kiste ist ein Pokémon-Logo. Es ist ein Umzug- und Lieferservice. Es ist... Was? Es ist ein Umzugs- und Lieferservice einer Pokémon-Firma. Wir waren tatsächlich hinten im LKW drinne. What the fuck? Leffard! Leffard! Wir sind da, Schatz!
Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Dies ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Leffart. Lass uns hineingehen. Okay, Mori. What the? Siehst du, Leffart? Hier ist es doch auch schön, oder nicht? Die Pokémon machen für uns den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch so etwas von praktisch. Leffert, dein Zimmer ist um. Schau es dir doch mal an, Spatz. Vati hat dir eine neue Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Pugi! Den Karton bitte einmal nach oben. Einmal mir folgen, bitte. Hallo? So, bitte einmal mir nach. Naja, dann nicht. Oh, hier eine neue Uhr. Die Uhr ist stehen geblieben. Stell dich besser ein und zieh sie auf. Okay. Es ist jetzt 48, also... Na. So. Okay. Ja, die Uhrzeit ist korrekt. Leffert, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Gut, alles ist wunderbar aufgeräumt. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind so praktisch. Oh, du solltest prüfen, ob dein Schreibtisch vollständig eingeräumt ist. Nein, erstmal will ich eine Runde Gamecube spielen. Mutti wird dieses Programm gefallen. Ich beeile mich besser. Leffert schaltet den PC ein. Ein Item nehmen, einen Trank. Guten Tag. Was müsstest du tun? Nix. Achso, habe ich was in der Briefbox vielleicht? Kein Brief. Dekoration? Dekorieren. Es gibt keine Dekoration. Okay. Was haben wir hier? Leffert schlägt das Notizbuch auf. Regel Nummer 1 für Abenteurer. Öffne das Menü. Ja, das weiß ich doch. Okay. Blieb. Oh, Leffert. Leffert, schnell, komm schnell her. Da, da ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fati ist im Fernsehen. Interview. Das war unsere Reportage über die Arena in Blütenburg City. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Fati war im Fernsehen und wir haben ihn verpasst. Schade. Ach ja, einer von Fatis Freunden lebt hier. Professor Birk ist sein Name. Er lebt gleich nebenan, daher solltest du hinübergehen und dich vorstellen. Na gut. Dann wollen wir mal nicht so sein. Was bist du denn für eine dicke Qualle? Direkt nebenan? Oh, hallo, wer bist du? Oh, du bist Leffert, unser neuer Nachbar. Hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Meine Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Bist du das Kind in meinem Alter? Hey, Nachbar, hast du schon ein eigenes Pokémon? Nein. Oh, was haben wir denn hier? Was? Wer bist du denn? Ach, du bist Leffert? Du bist heute hierher gezogen? Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Birk, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Leffert, und wir Freunde werden. Ist das nicht albern? Ich habe dich schon gerade erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich ja total vergessen. Ich sollte Fati doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Leffert, wir treffen uns später. Der Pokéball gehört Michael. Lass ihn besser liegen. Ja, gut. Muss ich auch erst hier ins hohe Gras, bevor der Professor kommt? Ja. Na, dann gehen wir mal hier ins hohe Gras. Nein, ich gehe meines Weges. Ich spaziere hier lang. Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Das ist ein fürchterliches Pokémon. Ich kann seinen Ruf hören.
Ich würde mir gerne mal ansehen, was da los ist, aber ich habe kein Pokémon. Kannst du nicht für mich nachschauen, was da los ist? Hilfe! Hilfe! Du da drüben, bitte Hilfe! In meinem Beutel, da findest du einen Pokéball! Wo willst du den hin? Lass mich nicht im Stich! Na gut. Professor Birk ist in Schwierigkeit. Schnapp dir ein Pokémon und hilf ihm. Wir nehmen Gekarbor. Level 2. So, Mann. Pfund. Und tschüss. Da. Puh. Ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh. Hi, du bist doch Leffart. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Du bist also Leffart. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit, in deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Leffart erhält Gekarbor. Würdest du dem Gekarbor einen Kosenamen geben? Nein. Wenn du dich mit einem Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, wirst du mit Sicherheit ein sehr guter Trainer. Mein Kind Maike studiert ebenfalls Pokémon und hilft mir dabei sehr. Leffart, meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn du dich mit Maike triffst? Ja. Großartig, Maike wird sich auch sehr freuen. Maike soll dir beibringen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Na komm, dann gehen wir nochmal zu Maike. Was willst du hier? Hallo. Professor Birk studiert den Lebensraum und die Verbreitung von Pokémon. Der Professor freut sich über die Mitarbeit von Maike. Da spürt man Zuneigung. Aha. Dumm, dumm, die, dumm, die, Maike. Maike. Maike, hallo, Heike. Schneike, Feike, Reike. Maike ist nicht da. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Maike, du bist ja nicht da. Haha. Bist du hier oben? Wilde Pokémon springen dich im hohen Gras gerne an. Wenn du Pokémon fangen willst, musst du ins hohe Gras gehen und sie suchen. Bist du ein Trainer? Sind deine Pokémon gut, bringen sie in ein Pokémon Center. Ein Rosa steht gleich hier um die Ecke, gibt es ein Pokémon Center. La-da-da-da-da-da, ein wildes Pokémon. Pfiffchen! Okay, Gekarbor, dann zeig mal, was du drauf hast. Pfund. Na los, mach's platt. Geht doch. Oha. Dam, da, dam, dam, dam. Da wird auch nichts sein. Hier haben wir ein Pokémon Center. Dun, din, dun, dun. Dun, din, dun, dun. Okay, ich nehme deine Pokémon. Danke, dass du mein eines Pokémon wieder fit machst. Der Pseudo denn? Ja, okay, das kenne ich ja schon. Dann, 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 dann. Was stehst du hier so? Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte einmal mit mir? Dies ist ein Pokémon-Supermarkt. Erst an dem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Hier, dies ist ein Item quasi als Werbegeschenk für dich. Und damit haben wir unseren zweiten Trank erhalten. Leffart packt Tuck in die Item-Tasche. Ein Trank kann zu jeder Zeit eingesetzt werden, daher ist er in manchen Situationen wertvoller als ein Pokémon-Center. Was haben wir hier für ein Haus? Während eines Kampfes kann Pokémon manchmal ein Level erzeugen und stärker werden. Okay, nichts Besonderes also, denke ich mal. Wo haben wir denn hier die Maike? Maike, Kaike? Wer bist du?
Ah, warte. Bitte nicht dort entlang laufen. Ich habe dort die Fußspuren eines seltenen Pokémon gesehen. Warte, bis ich fertig bin, sie abzuzeichnen, okay? Ja, gut. Was haben wir hier? Hm, wer bist du denn? Das Pokémon auf der linken Seite der Liste tritt in den Kampf als erstes ein. Hast du mehrere Pokémon in deinem Team? Stell sie so in der Reihe auf, wie es im Kampf am günstigsten ist. Ja, 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 ist okay. So. Mensch. Kein Rivalenkampf, kein gar nichts hier. Was ist denn das hier? Ah, da haben wir doch Maike. Pfiffchen. So, Haus kaputt, damit du endlich mal ein Level aufsteigst. Da, da, da. Und tschüss. Level 6. Du, 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 du. Absorber, wow. Das ist ja schon mal gut. Mal sehen, das Pokémon von Route 103 besitzt. Oh, hallo, Leffart. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt. Wenn wir schon mal hier sind, lass uns doch kämpfen. Ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Mhm. Dum, 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 dum. Ja, sie hat natürlich Flammly. Dum, dum. Ich kann nur hoffen, dass sie noch keine Fahrattacke kann. Aber bei Level 5 dürfte das kein Problem sein. So. Ein Glück haben wir Trank dabei. Und tschüss. Ta-ta-ta-ta! Level 7! Wow! Das war spitze, Leffert! Du bist ein Naturtalent! Ich finde den Namen so geil, ey. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater dich ausgesucht hat. Ich meine, du hast dein Pokémon erst kurze Zeit und es mag dich bereits. Du wirst es einfach haben, dich mit jeder Art von Pokémon anzufreunden. Nun wird es aber Zeit, zurück ins Labor zu gehen. Ja, gut. Dann gehen wir zurück ins Labor. Tum, di, dum, schnuppi, dup, schnuppi, dup, 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 dup. Steht der Typ noch hier? Ja. Der ist dann da wohl weg. Ja. Leffert, hier entlang. Lass uns nach Hause gehen. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. Dum, 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 dim, schnupp, di, di, dup, di, dup, di, di, dup. Kam da oben gerade jemand aus dem Gebüsch gesprungen? Oh, hallo Leffert. Ich habe gehört, du hast Maike besiegt. Super, das war dein erster Kampf gegen einen Trainer. Maike hilft mir schon sehr lange bei meinen Forschungen. Maike besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Hier, das hilft mir bei meinen Forschungen, aber ich denke, du kannst den Pokédex auch gebrauchen. Wow. Der Pokédex ist ein hochentwickeltes technisches Gerät, das automatisch jedes Pokémon, das du siehst oder fängst, registriert. Maike geht nie ohne ihn aus dem Haus. Immer wenn mein Kind ein seltenes Pokémon fängt, kommt es und zeigt mir den Eintrag im Pokédex, während ich draußen forsche. Oh wow, Leffert, jetzt hast du auch ein Pokédex. Das ist ja toll, genau wie ich. Ich habe hier etwas für dich. Yeah, Pokébälle. Es macht unheimlich viel Spaß, all die verschiedenen Pokémon zu fangen. Ich schaue mich wirklich überall um, denn ich will die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Sobald ich niedliche Pokémon entdecke, fange ich sie mit Pokébällen. Ja, aber auch nur die niedlichen, wa? Unzählige Pokémon erwarten dich bereits. Ach, ich muss jetzt auch dringend wieder meinen Forschungen nachgehen. So, dann wollen wir mal zur Mutti gehen. Stellen uns davor. Und dann weiß Leo für die nächste Folge hoffentlich Bescheid. Ja, das war die erste Folge von Pokémon Smaragd. Ich, freue mich. Bin gespannt, was uns noch so erwartet. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Und,
jetzt in der nächsten Folge geht's dann bei Leo weiter. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.